Delicious. Hey Leute, was geht ab? Und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing-Battle auf meinem Kanal. Und heute gibt es das Duell. Sticker versus Karten. Welche Sticker oder welche Panini-Serie ist quasi besser? Nicht welche Sticker, sondern welche Panini-Serie ist besser? Sind die Karten besser oder sind die Sticker besser? Ich beurteile nur nach der Stärke des Spielers, nach dem besten Spieler in einem Pack. Ich beurteile nicht nach der Qualität der Sticker oder nach der Qualität der Karten, sondern ich entscheide einfach so. Wenn ich jetzt hier Ronaldo drin habe und hier nur einen Sebastian Rudi, macht Ronaldo natürlich mit den Karten das 0:1 so quasi. Ne? Ihr kennt ja die Unboxing-Battles auf meinem Kanal. 3 Tütchen auf jeder Seite. Und ich würde es einfach sagen, wir gehen rein ins erste Duell. Ins erste Battle. Wir starten mit den Stickern. Danach öffnen wir die Karten und mal schauen, was wir hier drin haben. Gary Gale ist nicht schlecht. Ekdal, William, Nesri und Frisalko. Okay, da habe ich jetzt 3, 4 sogar. Aber ich sag mal, William ist der beste von diesen allen. Kale ist auch nicht schlecht. Frisalko hat auch bei der WM gezeigt, dass er gut ist. Aber William ist da nochmal so minimal die Nase vorn, sage ich mal. Hat er. Okay, und mit Thiago ist das eh vorbei, die Diskussion. Und mit Coutinho erst recht. Felipe Coutinho erzielt das 0:1, weil wenn wir quasi die Brasilianer miteinander vergleichen, William Coutinho, ist Coutinho da der bessere, der deutlich bessere, will ich nicht sagen, aber der definitiv bessere Spieler. Und somit gehen die Karten hier, die Adrian NXL WM 2018 Serie von Panini, in Führung. So, machen wir weiter. Erik Davis, Shalali, Emil Forsberg, Schwedenmannschaftsfoto und Omar Gaber. Okay, Leute, wir haben heute nicht so viel Packluck mit den Stickern. Emil Forsberg müssen wir nehmen, den Leipziger. Und ich glaube nicht, dass Forsberg hier gegen die Karten den Punkt mitnehmen kann. Ja, alleine mit dieser Karte war es schon mal wieder komplett. Paulo Dybala. Die anderen müssen wir uns eigentlich gar nicht mehr angucken. Dries Mertens auch noch dabei. Ja, Forsberg. Tut mir leid. Und die Karten haben jetzt schon mal vorzeitig gewonnen, Leute. Die Karten haben jetzt schon mal vorzeitig das Battle gewonnen. Aber ich mache trotzdem noch die letzte Runde fertig, weil ich möchte wissen, ob die Karten hier 0:3 gewinnen oder nur 1:2. Chamberlain. Ei, was ist denn das? Ey, Chamberlain ist der Beste. Oder Eroquin. Ich muss eigentlich gar keinen Sticker rauslegen, weil ich weiß, dass hier die Karten schon wieder bessere Spieler haben werden. Genki Haraguchi jetzt nicht so. Auch nicht so. Nee, nee. Okay, Özil ist jetzt dabei und Morello. Ja, Leute, ist natürlich die Sache. Özil ist ein richtig guter Spieler. Hat es bei der deutschen Nationalmannschaft jetzt quasi vergeigt. Hat seine Leistungen nicht abrufen können. Aber trotzdem ist Özil, wenn man alleine die Premier League Fähigkeiten so und die Premier League Statistiken anschaut, ist da Özil besser als Oxlade-Chamberlain und das ist das 0:3. Die WM-Karten, ja, machen die Sticker sowas von fertig und gewinnen die einfach mal mit 0:3. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, dann lasst ein Abo da. Ich bin raus an dieser Stelle. Haut rein und wir sehen uns.